Wie kann ich loslassen lernen? Stell dir vor, da ist eine Person, der hat 1 Million Euro auf dem Konto und kriegt jeden Monat 5.000 Euro. Und eine andere Person, der hat gerade mal 2 Euro in der Hand. Welche von den beiden wird leichter 2 Euro loslassen? Klar. Wenn du von irgendwas immer wieder leicht bekommen kannst, dann stellt sich die Frage gar nicht, wie kann ich das loslassen? Wenn du aber von irgendeiner Sache ganz wenig hast und gar nicht mehr weißt, wo du es das nächste Mal bekommst, dann ist es richtig schwer. Deswegen fällt es auch schwer, wenn du deine Freundin, die du so geliebt hast, loslassen sollst, deine Kinder loslassen sollst. Es ist meistens die Emotion von Trauer, von Abhängigkeit, von Leid und Schmerz damit verbunden, wenn jemand an Loslassen denkt. Obwohl das genauso gut auch Freiheit sein könnte, Klarheit. Diese Emotionen können die anderen ersetzen. Und darum geht es in diesem Video. Ich denke mal, solange du keinen Einfluss darauf nehmen kannst, das, was du hast, zu behalten oder nachzuproduzieren, hast du ja keine Kontrolle über die Situation. Und wenn du keine Kontrolle über die Situation hast, kann es sich überwältigen. Es kann sich verschlimmern. Du weißt nicht, was es für Auswirkungen auf dich haben wird. Da kommt der Wunsch, dass man eine Veränderung haben will. Aber nicht jede Veränderung ist eine Verbesserung. Ein Hamster im Hamsterrad, der macht immer Fortschritt, der macht permanent Veränderungen, der ist immer an einer anderen Position. Aber ist es eine Verbesserung? Nein. Solange die Ziele nicht klar sind, kannst du gar nicht von einer Verbesserung reden. Deswegen werden wir auch nochmal die Ziele angucken. Aber es gibt Hoffnung. Wir machen hier jede Menge Seminare und es gibt jede Menge Bücher und es gibt jede Menge Videos. Es gibt genug Leute, die es geschafft haben, Sachen loszulassen. Ich selber bin aus einem Gebiet zurückgekommen, wo es Krieg gab und Revolution. Ich musste meine ganze Verwandtschaft zurücklassen. Ich habe mein Baby verloren im 7. Monat. Ich habe heute gerade mitbekommen, dass bei meinem Vater die Metastasen im Leber sind. Das sind alles Momente, wo man denkt, okay, kann ich das loslassen? Es ist möglich. Lass uns loslassen lernen. Wenn du jetzt ein Stück Papier hast oder Stift, dann nutze die. Ansonsten kannst du auch auf dem Computer vielleicht das Ding notieren. Drücke auf Pause und schreib dir Sachen auf, die für dich wichtig sind, die im Leben wichtig sind, wo du denkst, das sollte für dich wichtig sein oder für andere Leute wichtig sein. Schreib einfach auf, was im Leben wichtig ist. Hast du ein paar Sachen aufgeschrieben? Auf den Seminaren, wenn ich die Leute frage, da kommt meistens sowas wie Gesundheit, Liebe, Beziehung, Kinder, Geld, Erfolg. Wobei bei Erfolg ist die Frage, kannst du überhaupt keinen Erfolg haben? Egal was du machst, egal was du dir vornimmst, du hast immer einen Erfolg. In der Schule, du lernst auf eine bestimmte Art und Weise und du hast irgendwelche Noten. Das ist dein Erfolg, passend zu dem, was du gemacht hast. Das heißt, da wo du deine Aufmerksamkeit, dein Geld, deine Zeit investierst, damit bestimmst du auch, was für einen Erfolg du hast. Die Frage ist, wird dieser Erfolg dich erfüllen oder nicht? Das sind die Sachen, die wir uns heute angucken. Es gibt Ziele, die einen erfüllen. Und es gibt Ziele, die einen nicht erfüllen. Nachdem du sie erreicht hast, denkst du dir, warum habe ich sie überhaupt gemacht? Und es gibt Methoden, wie man Ziele findet. Ob das jetzt Vision Boards sind oder Smart Goals, das gucken wir uns doch mal an. Es gibt auch Faktoren, die das Erreichen des Ziels stören. Wenn du konzentriert arbeiten willst und dein Kind schreit, dann könnte es ein Faktor sein, der dein Arbeiten stört. Das Kind wäre dann die Quelle. Es gibt aber 4 verschiedene Kategorien von Quellen und es gibt nur 2 verschiedene Faktoren, die das Erreichen der Ziele stören könnte. Und dann gibt es ein Plus. Das ist ein Gebiet, den ich total gerne mag. Und zwar, es gibt
Lösungen, die sind brauchbar, und es gibt Lösungen, die sind unbrauchbar. Aber erstaunlicherweise sind sogar die unbrauchbaren Lösungen für andere Leute in einem bestimmten anderen Kontext sehr brauchbar. Was heißt das? Das heißt, dass du eigentlich den nächsten Schritt bei dir herausfinden musst. Und dann hast du eine brauchbare Lösung. Wir gucken uns verschiedene Schritte an und wir können einfach daraus heraus entscheiden, oder du kannst es für dich selber entscheiden, welcher Schritt der nächste Schritt ist für dich, so dass es auch tatsächlich eine brauchbare Lösung wäre. Bereit? Gut. Wie können wir Ziele finden? Die Bedeutung von Zielen sollte eigentlich bekannt sein. Viele Leute sagen, der Weg ist das Ziel. Wenn der Weg das Ziel ist und du erreichst irgendeinen Weg, egal in welche Richtung, dann ist ja dein Ziel erreicht. Warum musst du überhaupt noch weitermachen? Wenn du dein Ziel aber so groß machst, dass du definitiv das nicht erreichen könntest, dann hast du sowas wie eine Orientierung. Der Polarstern zum Beispiel. Wenn du den Polarstern als deine Zielsetzung nimmst und den die ganze Zeit einsteuerst, das vereinfacht immer deine Entscheidungen. Du weißt jederzeit, das, was ich da jetzt hier entscheide, ist das in die Richtung, wo ich hin will oder nicht? Ein guter Orientierungspunkt ist, was du bis jetzt hattest. Wenn du sehr viele Vision Boards anguckst, geht es darum, was du hast. Der eine hat Lamborghini und ein Haus drauf, der andere hat ein anderes Auto oder vielleicht hübsche Frauen oder hübsche Männer oder was auch immer. Es geht um Haben. Wenn du dir einfach vorstellen kannst, was du haben könntest, du kannst natürlich auch Inspiration aus der Vergangenheit holen. Was hast du denn in deinem Leben, wo du sagst, das erfüllt mich? Du kannst jetzt auf Pause drücken, dir dein Papier und Stift nehmen oder halt dein Handy und einfach dir notieren, was gibt es in deinem Leben, wofür du dankbar bist, dass du es hast? Schreib ruhig auf, ich bin dankbar, dass ich dieses Haus habe, dass ich mein Kind habe, dass ich meine Frau habe. Lass mal gucken, was da rauskommt. Drück mal auf Pause. Hast du ein paar Sachen aufgeschrieben? Okay. Wenn du jetzt irgendwie aufgeschrieben hast, zum Beispiel, ich möchte eine Frau haben. Die Frage ist, bist du damit schon zufrieden? Ist dein Ziel schon erreicht? Bist du schon erfüllt, wenn du die Frau hast? Oder möchtest du sie manchmal auch küssen? Möchtest du mit ihr irgendwas tun? Sehr viele Leute denken gar nicht an das Tun, obwohl das Leben praktisch ein Tun ist. Wenn du dein Lamborghini hast, aber damit nicht fahren kannst. Wenn du dein Haus hast, aber nicht da drin wohnen kannst. Wenn du Geld hast, aber nicht ausgeben darfst. Was ist dann damit? Das Tun kann einem mehr Freude machen, als nur das Haben. Ich habe letztes Mal auch jemanden gefragt, ich habe gesagt, okay, was sind denn deine Ziele? Was möchtest du denn erreichen oder was möchtest du denn tun? Der meinte, ich möchte glücklich sein. Wir haben jetzt hier drei verschiedene Methoden, wie du erfüllende Ziele finden kannst. Schau dir einfach in deiner Vergangenheit, wofür du dankbar bist. Schreib dir auf, ich bin dankbar, dass ich das und das habe. Ich bin dankbar, dass ich das und das tue. Nicht tun kann, sondern dass ich das tue. Und zwar den Prozess des Tuns genießt. Und schreib dir auf, dass das und das bist. Drück auf Pause. Hast du ein paar Sachen aufgeschrieben? Okay. Das ist jetzt das, was du aus der Vergangenheit holst. Versuch mal jetzt, in die Zukunft zu gehen. Und zwar in der Form, als wäre die Zukunft jetzt schon da. Wenn man Eckhart Tolle anhört, gibt es ja nur die Gegenwart. Das heißt, wir gehen in die Vergangenheit, dann ist ja die Gegenwart von vor 5 Jahren. Was habe ich denn da? Was habe ich denn getan? Was habe ich denn gehabt, wofür ich dankbar bin? Und jetzt gehe ich einfach 5 Jahre später. Nehmen wir an, das ist jetzt, was haben wir jetzt, 2016? Das sind dann 2020 zum Beispiel.
oder am Ende, nachdem du das Video angeschaut hast, heute Abend oder in einer Woche, stell dir es einfach nur vor und denk dir, ich bin dankbar, dass ich das und das habe. Eine Sache, was du jetzt noch nicht hast. Ich bin dankbar, dass ich einen Jet habe. Ich bin dankbar, dass ich mein Lamborghini habe. Oder Sachen, die du tust. Ich bin dankbar, dass ich beim Marathon laufe. Ich bin dankbar, dass ich die Teller von meinem Nachbar wasche. Was auch immer das ist. Wenn du diese Sachen, die in der Zukunft sind, aufschreiben kannst, dann hast du 6 verschiedene Möglichkeiten, erfüllende Ziele zu haben. Die 3 Sachen aus der Vergangenheit, die du weiterhin behalten möchtest, und die 3 Sachen aus der Zukunft, die du erreichen möchtest. Vera Bergenbiel sagt, wenn du 10 Minuten dich in so einer Vorstellung wohlfühlen kannst, wenn du darüber sprechen kannst zu anderen Leuten, dann hast du eine klare Gewissheit, dass es dich tatsächlich erfüllen wird. Und wenn du es halt nicht 10 Minuten lang aushalten kannst, wenn du so eine Vorstellung hast, okay, ich bin dankbar, dass ich das tue, in ein paar Minuten bist du schon ungemütlich oder du kannst darüber nicht sprechen, dann weißt du, dass du es auch, wenn du es erreichst, nicht so erfüllt sein wirst. Du kannst jetzt auf Pause drücken und deine Ziele nochmal anschauen. Oder wir gehen zum nächsten Schritt. Überrascht? Das stimmt. Das sind 2 Seiten, bei denen nichts drauf ist. Was machst du, wenn das Leben dir nichts gibt? Das Leben ist nicht da, um dich die ganze Zeit mit irgendwas zu beliefern. Wir haben gerade vom Tun gesprochen. Was ist, wenn der Sinn des Lebens das Tun ist? Dass du irgendwas erschaffst, dass du irgendwas kreierst. Aus den Ressourcen, aus den Möglichkeiten, die du hast, einfach irgendwas machst. Weißt du, wie Frust zustande kommt? Du hast einen Punkt, ein Ziel. So ein Punkt hat schon mathematisch oder physikalisch keine Dimension, keine Ausdehnung. Das heißt, du weißt, dass du nur 100.000 Euro verdienen willst. Das ist fast unmöglich zu erreichen. Was du machen kannst, du kannst einen Trick verwenden, was Physiotherapeuten benutzen. Die drücken irgendwo hin und sagen, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schmerzhaft ist das? Weißt du, was du daraus gemacht hast? Du hast eine Dimension dazugefügt. Dein Ziel ist es viel leichter erreichbar. Du erreichst entweder dein Ziel ein bisschen mehr oder noch ein bisschen mehr oder ganz und gar. Das ist ein sehr schöner Trick, damit man einfach weniger Frust erlebt. Was du noch machen kannst, du kannst sogar aus diesem eindimensionalen Ziel ein zweidimensionales Ziel machen. Indem du nicht nur einen Bereich in deinem Leben definierst. Indem du nicht nur sagst, okay, ich möchte so viel Geld verdienen, sondern du hast auch Ziele in Bezug auf deine Beziehung. In Bezug auf deine Gesundheit. Du kannst es sogar halt noch ausdehnen. In Bereiche, die über deine Person, dein Ego, wenn du so willst, deinen beschränkten Bereich hinausgehen. Wenn das du bist. Es kann sein, dass du, wenn du dann deine Ziele einfach ausdehnst, deinen Verantwortungsbereich einfach ausdehnst und an deine Familie denkst, an deine Kinder oder an einen neuen Partner, erstmal etwas mehr frustriert bist oder ein bisschen traurig bist und sagst, okay, wie soll ich das machen? Wie soll ich die richtige Frau finden? Wie kann ich sie ansprechen oder was auch immer? Aber damit machst du dich einfach größer. Es gibt einfach einen Bereich oder einen Moment, wo du genauso wie du mit deiner Hand arbeitest, dass du einfach entscheidest, dass meine Hand dahin muss und wieder zurück, genauso funktioniert es auch mit deinem Kind oder mit deiner Familie. Du spürst, was sie wollen. Du spürst einfach, was sie wollen und was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Du kannst natürlich dich auch weiter ausdehnen. Du kannst mit Gruppen arbeiten. Deine Firma zum Beispiel. Es gibt Momente, wo dann einfach jeder Mitarbeiter ein Teil von dir ist. Du weißt genau, was sie
gerne erreichen wollen. Du musst sie nicht extra motivieren, sondern du erkennst einfach die Motivation, die intrinsische Motivation, die innen drin ist. Und kannst das einfach dahin lenken, dass sie ihre Ziele und ihre Motive sozusagen leichter erreichen, indem sie einfach zusammenarbeiten. Das ist eine Gruppenaktion. Und du dehnst dich einfach in dem Maße aus. Du kannst natürlich an die Menschheit denken oder an die Natur oder du kannst, was auch immer. In dem Bereich hast du dann einfach mehr Dimension deiner Zielsetzung gegeben und damit ist es deutlich einfacher, Ziele zu erreichen und weniger frustriert zu sein. War gut? Du kannst nachher auch kommentieren, darüber freue ich mich. Du kannst abonnieren und liken und überall verteilen. Wenn du jetzt deine Zielsetzung kennst und das ausgeweitet hast, wie kann das sein, dass du dein Ziel nicht erreichst? Wenn du genau weißt, wo du hin willst, wenn du weißt, das sind Ziele, die dich erfüllen, und du bist nicht aus der Balance geraten, du entscheidest, wo du hin willst und du gehst direkt dahin. Du weißt genau, das ist meine Zielsetzung und du gehst einfach vor. Da ist nichts, was dich durcheinander bringen kann. Was passiert aber, wenn du zum Beispiel zu viel Alkohol getrunken hast oder einfach nicht in der Balance bist? Du entscheidest, du möchtest dahin, aber wirst einfach abgelenkt und kommst irgendwo anders an. Du erreichst deine Ziele nicht, weil du einfach dich selber nicht unter Kontrolle hast. Deine Familie nicht unter Kontrolle hast, dein Kind, deine Gruppe, was auch immer. Was sind denn die Kategorien, die dich aus der Bahn werfen, die die Kontrolle verlieren lassen? In den 20 Jahren Arbeit habe ich zwei Sachen entdeckt, was die Leute aus der Bahn wirft. Du kannst jetzt Pause machen und dir einfach Gedanken machen und aufschreiben, was könnte dich aus der Bahn werfen oder was könnte andere Leute aus der Bahn werfen. Schreib dir ruhig auf und versuch die mal in zwei Kategorien reinzupacken, wenn es klappt. Drück auf Pause. Hast du ein paar Sachen aufgeschrieben? Ich hatte halt ganz lustige Sachen, wie zum Beispiel andere Leute oder meine Schwiegermutter oder Geld oder was auch immer. Das Interessante ist, andere Leute können dich unterstützen, können dich aber auch aus der Bahn werfen. Wann würden sie dich denn aus der Bahn werfen? Wann würde dich Geld aus der Bahn werfen? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder hast du von irgendwas zu viele Aufgaben, zu viele Leute, zu viel Stress, oder du hast von irgendwas zu wenig. Du hast zu wenig Möglichkeiten, du hast zu wenig Ressourcen, du hast zu wenig Geld, zu wenig Hilfe, zu wenig Unterstützung. Du kannst auch diese Kategorien anders benennen. Du kannst sagen, irgendjemand zwingt dir Sachen auf, das ist dann zu viel. Du musst einfach mehr Aufgaben lösen, du musst einfach mehr Sachen machen, mehr als für dich okay wäre. Das ist dann aufgezwungen. Oder irgendwas wird verhindert. Du möchtest mehr Ressourcen haben, du möchtest Zugang zu mehr Ressourcen haben, aber das wird verhindert. Du möchtest Zugang haben zu irgendwas, aber das wird verhindert. Diese beiden Kategorien können dich aus der Balance werden. Im Persischen gibt es nicht nur einen Teufel, sondern es gibt zwei Teufel. Der eine bringe dich dazu, dass du unbedingt irgendwas willst. Der zieht dich so ran, dass du sagst, oh, wie geil ist das, ich muss es unbedingt haben. Ein Drogensüchtiger wird von diesem Teufel beherrscht. Und der andere ist so schmerzhaft, dass du es gar nicht mehr aushalten kannst, da zu bleiben. Der treibt dich einfach von deinen Zielsetzungen weg. Beide bringen dich aus der Bahn raus. Beide bringen dich von dem, was dich erfüllen könnte, weg. Wenn du die zwei Kategorien erkennen könntest, dann könntest du weiterhin auf deine Zielsetzung bleiben und du könntest die Sachen loslassen, die nicht dazu beitragen. Schön, ne? Jetzt, wo du weißt, dass es zwei Kategorien gibt, die dich aus der Bahn werfen können, ist die Frage, wer kann dir Sachen aufzwingen? Wer kann dir Sachen verhindern? Wenn ich das in den Seminaren frage, kommen ganz interessante Fragen auch. Mitarbeiter, Kinder, Kollegen, alle möglichen Leute. Einige sehr gewiefte Leute kommen auf die Idee,
Ich mir selber. Hast du dir selber mal im Weg gestanden? Hast du dir Sachen selber mal nicht erlaubt? Hast du dich selber gezwungen, über das Maß hinaus zu arbeiten, damit du dich selber fertig machst? Ja, das macht man. Es gibt sowas wie ich mir. Ich kann mir die Sachen selber aufzwingen. Ich kann mir selber Sachen verhindern. Ich kann es doch nicht machen. Was denken die Leute? Ich muss es unbedingt machen. Was denkst du, was funktioniert mehr, wenn du deine Ziele erreichen willst? Vorstellungskraft oder starke Wille? Viele Leute aus den Seminaren sagen ganz klar, es ist die Vorstellungskraft. Aber ich habe auch Leute erlebt, die sagen starke Wille. Lass uns mal beide zusammen vergleichen. Nehmen wir an, du weißt, du hast starken Willen, in die Richtung zu gehen. Aber du hast die Vorstellung, dass da irgendwie eine ganz große Gefahr ist, ein Löwe, der dich fressen will. Dann nützt dir dein starke Wille nicht so sehr. Wenn aber du dir vorstellen kannst, wie die Terroristen oder was auch immer, dass sie sagen, okay, wenn ich auch sterbe, komme ich in den Himmel und da kommen die Jungfrauen und beglückwünschen mich. Allein diese Vorstellungskraft ist so stark, dein starker Wille brauchst du nicht mal. Das zieht dich einfach dahin. Es gibt Leute, die diese Vorstellung bei dir einfach erzeugen können. Das Schrecklichste ist, wenn die Nachbarn kommen und bei dir sieht das nicht sauber aus. Und da brauchst du keinen starken Willen. Du zwingst dich dazu, selber irgendwelche Sachen zu machen. Aber ganz interessant, ich habe noch nie ein Kind gesehen, der zu Hause da sitzt und sagt, oh scheiße, meine Freunde kommen, wie soll ich das jetzt hier wegräumen? Kein Kind kümmert sich darum. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass andere, zum Beispiel meine Mutter, das mir aufgezwungen hat. Räum dein Zimmer auf, da kommen gleich Gäste und deine Freunde und was sollen die denken? Und deine Mutter räumt für dich auf, bis du dann irgendwann in der Lage bist oder das einfach übernommen hast, dass du das auch mit dir selber machst oder sogar mit deinem Kind. Du zwingst einfach anderen Leuten Sachen auf, die dir aufgezwungen wurden. Du sagst anderen Leuten, das kannst du nicht machen, weil dir das so gezeigt wurde, dass du es nicht machen kannst. Was aber ganz interessant ist, das haben wir festgestellt bei Affen. Wenn du einen Affen hier hast und der andere Affe da vorne gequält wird, dann ist der Affe, der hier ist, klar, ich habe jetzt ein bisschen Haare, da denkt man, okay, ich wäre auch ein Affe. Der Affe, der hier ist, fühlt sich einfach schlecht. Er fühlt sich so, als würde er diesen Stress bekommen oder diese Schmerzen bekommen. Man spricht von Spiegelneuronen. Das ist ein Vorteil, weil man daraus lernen kann. Bei Affen, weiß nicht, wie man es nennt, bei Menschen, wenn die das tatsächlich auch haben, nennt man es Empathie. Es ist sehr wertvoll, sehr oft. Aber das kann einem auch dazu zwingen, bestimmte Sachen zu machen. Oder verhindern, dass man bestimmte Sachen macht. Wenn du zum Beispiel im Fernsehen einen Krieg anschaust, du siehst, dass andere Leute andere umbringen, dann hast du irgendeinen Impuls, dass du sagst, ich muss die jetzt auch fertig machen. Du kannst einfach nicht ruhig sitzen. Du siehst im Facebook, da ist irgendjemand, der hat einen komischen Kommentar gegeben. Du kannst aber nicht das da auf dich stehen lassen. Andere tun andere Leuten was an und du bist sofort komplett damit involviert und musst auch, bist gezwungen, irgendwas zu machen oder du verhinderst dir, irgendwas zu machen. So, jetzt kommst du zu dem Plus. Das Interessante ist, wenn du im Internet herumschaust, es gibt so viele Videos, die geben dir Tipps. Sei du selbst, wie kann man überhaupt nicht sich selbst sein, sei gesund, mach Sport, iss richtig, was auch immer, atme, trinke Wasser. Diese ganzen Tipps, die kann man nämlich halt vielleicht sehr gut übereinstimmen. Sehr, sehr viele sind auch sehr intelligent, die sind auch sehr ausgereift, die sind auch sehr fortgeschritten. Die Frage ist, kannst du das nützen? Die Frage ist, ist das der nächste Schritt, den du machen sollst? Wenn der Schritt zu hoch ist, dann kannst du es gar nicht machen, weil es so kompliziert ist. Oder es ist dir einfach zu einfach, du bist schon weit drüber hinaus und der Tipp interessiert dich gar nicht. Das heißt, was könnte denn überhaupt eine Lösung sein?
Manchmal ist es im Leben gar nicht nötig, dass du eine extra Lösung dabei hast. Es ist kein Modul, den du ranklebst und auf einmal funktioniert das. Du bist ja kein Computerprogramm, bei dem eine Funktion fehlt oder sowas. Manchmal ist es einfach so, das Einzige, was nötig ist, dass du einfach da bist und dich nicht aus der Balance rausschubsen lässt, wenn du so willst. Stell dir vor, du hast eine Beziehung. Du liebst diese Frau, sie liebt dich. Ihr guckt euch einfach nur an, wenn alles andere verschwindet. Du liest jeden ihrer Wünsche aus ihren Lippen. Du brauchst noch nicht mal einen Austausch mit ihr, also ausgesprochenen, sondern du tauschst automatisch diese Emotionen, die ganzen Wünsche, die ganzen Ideen, die ganzen Vorstellungen. Das funktioniert so schnell, so fantastisch. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl. Einige Leute haben das zum Beispiel mit ihrem Instrument, der Musiker. Der ist in einer so perfekten Einheit mit seinem Instrument, der braucht nur auf der Bühne zu stehen und einen Ton anzuschlagen und der kriegt das ganze Publikum. Der Sportler, der ist manchmal in so einer Einheit mit dem, was er tut. Man spricht von Flow. Kennst du das? Ich glaube, ich schreibe es mal auf. Ist Flow ein Begriff, mit dem du was anfangen kannst? Ansonsten schau es einfach nach. Ich habe es ja gerade ein bisschen beschrieben. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man aus diesem Flow-Zustand rauskommt. In dem Moment, wo du halt durch irgendwas aus der Balance rausgekommen bist und nicht mehr deine Aufmerksamkeit auf das haben kannst, mit dem du eine Einheit bildest, kommst du da raus. Und dann kommt eine Sache in den Blickwinkel, was man als Kommunikation bezeichnet. Du bist vielleicht am Anfang ganz verliebt in der Frau und alles funktioniert wunderbar. Du brauchst noch nicht mal beim Sex sie zu fragen, was gefällt dir, sondern du spürst das. Aber nach einer Weile sagst du, sag mir doch, was dir gefällt. Das heißt, erst dann, wenn du versagt hast, in diesem Flow zu sein, versuchst du einen Lösungsansatz zu benutzen, der weiter drunter ist. Du könntest einfach in dem Flow versuchen, weiterhin zu bestehen zu bleiben. Du versuchst aber, wenn du versagt hast, die Kommunikation reinzusetzen. Sag mir einfach, was dir gefällt und dann mache ich das. Das Interessante ist, Kommunikation hat zwei Teile, natürlich. Du musst ja irgendwie zwei Leute, die sich austauschen. Der erste Teil hat mit Community zu tun, mit Zusammengehörigkeit zu tun. Deswegen ist ja auch die gemeinsame Sprache, die die Leute verbindet. Wenn du das Wort nachschlägst, Kommunikation, das hat tatsächlich diese Herkunft. Wenn du bei der Kommunikation aber versagst, das kann halt eine zwischenmenschliche Kommunikation sein, zwischen zwei Menschen. Oder halt, wenn du zum Beispiel zu einem Publikum sprichst. Wenn du auf der Bühne stehst und zu einem größeren Publikum sprichst, es ist auch eine Kommunikation. Es ist kein Monolog. Du stehst nicht da und gibst einen Vortrag, sondern es ist immer ein Austausch da. Du sagst irgendwas, dann guckst du, wie die Leute darauf reagieren mit ihrer Körpersprache und was auch immer. Das ist immer eine Antwort, die du kriegst. Wenn es dir nicht sicher bist, dann sagst du, okay, hier, na, wer von euch hat Lili, dalala, wer von euch hat, wie viele haben so und so. Du kriegst einfach deine Antwort und kannst dann darauf wieder eingehen. Deswegen sind mir auch Live-Seminare deutlich lieber als so ein Video hier. Deswegen bin ich auch total angewiesen auf deine Kommentare und auf deine Nachrichten, deine Fragen, damit ich einfach ein Feedback habe. Was hat dir besonders gefallen? Wenn du mir das nicht erzählst, dann rede ich nicht mehr mit dir. Oder halt, was dich interessiert. Dass du mir auch sagst, okay, hier, das, was du erzählst, ist Schwachsinn. Ich würde es eher so machen. Ich bin darauf angewiesen, dass du mir einfach Kommentare schreibst, egal aus welchem Wege. Guck dir in der Beschreibung, da ist immer genug Kontaktmöglichkeiten. Was aber passiert, wenn die Kommunikation versagt? Dann versucht man, die Kontrolle zu erhöhen. Es ist ein Lösungsansatz, der weiter drunter ist.
Das Kind hört nicht auf dich. Was machst du? Schau mich an. Schau mich an. Ich rede mit dir. Hör mal zu. Hör mal zu. Guck nicht weg. Guck nicht weg. Kinder, bleibt ruhig. Bleibt ruhig. Ich versuche einfach mit der Kontrolle, die ich versuche auszuüben, einfach die Kommunikation wieder hinzukriegen. Ich bin ja im Vorstand von verschiedenen Rednerclubs. Was passiert, wenn jemand auf der Bühne steht und einfach die Kommunikation mit seinem Publikum nicht hinkriegt? Der versucht, seine Körpersprache unter Kontrolle zu bringen. Er denkt darüber, dass sein Bauch irgendwas sagt, vom Herzen will er irgendwas denn präsentieren. Das sieht total affig aus, wenn du da deine Körpersprache extern noch kontrollieren willst. Du kannst einfach bestimmte Ideen haben und das dann mitteilen. Das funktioniert. Dann sind die Emotionen authentisch, dann deine Bewegungen, deine Mikro-Mimik ist einfach authentisch. Das versteht die Person, das kann er fühlen. Wenn du aber diese Sachen versuchst zu kontrollieren, deine Stimme irgendwie so versuchst unter Kontrolle zu halten und so weiter, das merkt das Publikum. Das ist einfach nicht authentisch. Das ist nicht, ja, das fällt auf. Was passiert aber, wenn du die Kontrolle verlierst? Wenn du intelligent genug bist, dann guckst du nach Hilfe. Hilfe ist eine ganz spannende Sache. Es gibt die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe. Wenn ich denen sage, kannst du mir helfen? Das fällt ihnen total leicht. Wenn ich sage, ich leide, ja, wollen die sofort jemandem helfen. Aber wenn ich sage, okay, kann ich dir helfen? Nein, ich brauche das nicht, ich mache das schon alleine. Es ist deutlich schwieriger, Hilfe anzunehmen, als jemandem zu helfen. Man muss sich tatsächlich aus seiner Komfortzone hinausbewegen, damit man Hilfe annehmen kann. Wenn du dich selber nicht wert genug fühlst, dann kannst du keine Hilfe annehmen. Kannst du denn überhaupt jemandem helfen, dem es besser geht? Wo du sagst, okay, der ist weiser, der ist reicher, der ist jünger, der ist fähiger, der ist gesünder. Und wenn du tatsächlich an Unternehmer denkst, an einen Chef denkst, an einen Präsidenten denkst, der braucht ja jede Menge Hilfe. Der Präsident oder der, weiß ich nicht, Kanzler oder was auch immer, der entscheidet, okay, wir möchten eine Landung auf dem Mond haben. Der braucht natürlich die Hilfe von jede Menge Ingenieuren und so weiter. Das heißt, Hilfe ist nicht nur für Schwache, sondern für Leute, die einfach größere Visionen haben. Leute, die einfach die Fähigkeit haben, die Vorstellungskraft haben, irgendwas sich vorzustellen, das größer ist als sie selbst. Irgendwas, was andere Leute motiviert und bewegt. Wenn du solche Fähigkeiten hast, dann ist Hilfe total notwendig. Wenn du dich einfach ausweiten willst, kannst du dich noch daran erinnern, als wir da diese Ziele ausgeweitet haben, wenn du deine Ziele weiter denken kannst, dann bist du jemand, der tatsächlich Hilfe annehmen können muss. Weil sonst kommst du einfach nicht voran. Und je größer deine Zielsetzungen sind, Visionen sind, desto mehr Hilfe brauchst du von mehr Leuten. Wenn du es nicht annimmst, bist du einfach nicht intelligent genug. Weil wenn du dann einfach die Hilfe von einem ganz fähigen Team einsetzen kannst, dann kannst du auch in dem Bereich mehr Kontrolle ausüben. Du kannst die Führung übernehmen. Deswegen ist eine Führungsperson irgendjemand, der gerne Hilfe annehmen kann. Und wenn du tatsächlich die Führung übernommen hast, ist natürlich total wichtig, dass du einfach diese Community aufbauen kannst. Dass in deiner Firma eine Kommunikation zwischen den Mitarbeitern, zwischen dir und den Leuten, den Mitarbeitern, aber auch die Konsumenten oder dein Publikum oder wer auch immer das ist, dass da einfach die Kommunikation perfekt abgestimmt ist. So kannst du in deinem Unternehmen ein Floh erreichen. Du kannst in deiner Familie ein Floh erreichen, weil du einfach Hilfe für normal hältst. Weil du die Kontrolle oder die Führung für normal hältst, dich wohlfühlen kannst und dass du die Kommunikation einfach zulassen kannst in allen Richtungen. Natürlich ist die schönste Art zu kommunizieren gegenseitige Hilfe. Es ist sehr oft so, dass die Leute sich einfach von Hilfe zurückgezogen haben, weil einfach ihre Hilfe nicht angenommen wurde. Kennst du Momente, wo du jemandem geholfen hast? Schreib dir auf einen spezifischen Moment, wo du jemanden unterstützt hast, sodass er seine Ziele besser, schneller oder einfacher erreichen könnte.
seine Visionen besser durchsetzen könnte. Hast du schon mal jemanden so in der Form unterstützt? Schreib's dir auf und schreib dir auf, was für Emotionen du hattest und was für Emotionen diese Person hattest. Kannst du auf Pause drücken, das dann aufschreiben? Hast du es gemacht? Jetzt überleg dir einfach einen Moment, wo du versucht hast, jemandem zu helfen, der dir sehr wichtig war und der hat deine Hilfe nicht angenommen. Wie fühlt sich das an? Kommst du dir nicht wertlos vor, wenn man deine Hilfe nicht annimmt? Die meisten Leute kommen sich einfach wertloser vor, wenn ihre Hilfe nicht angenommen wird. Und stell dir vor, du nimmst einfach die Hilfe von irgendjemand, ein Freund von dir, nicht an. Du erzeugst dieses unangenehme Gefühl bei ihm. Ich habe das nämlich bei meiner Mutter gehabt. Ich habe gespürt, dass sie gerne ihren Kindern ganz natürlicherweise helfen will. Was habe ich gemacht? Vielleicht habe ich ihre Hilfe nicht gebraucht, aber ich habe einfach mir Ziele ausgedacht, mir einfach Sachen vorgestellt, die mir gut tun und meine Familie gut tun und habe dann einfach meine Mutter aktiv nach Hilfe gefragt. Sie hat mir geholfen. Und stell dir vor, wie sie sich gefühlt hat. Kannst du dir vorstellen, dass sie mich mehr mag, allein die Tatsache, weil sie mir helfen will? Ja, das ist so. Und in dem Moment, wo diese Hilfe gegenseitig ist, wo du nicht nur hilfst, sondern auch dem anderen die Möglichkeit gibst, dir zu helfen. Wenn du die Hilfe gerne annimmst, wertschätzend annimmst, dich dankbar zeigst. So stelle ich mir eine Welt vor, wo die Leute gegenseitig sich helfen, die Hilfe annehmen und auch dafür Dankbarkeit zeigen. Hast du überhaupt was dazugelernt? Hat es dir Spaß gemacht? Dann teile es. Lass uns mal nochmal gucken, was wir alles zusammen haben. Es ging um Loslassen. Und zwar in dem Moment, wo du Ressourcen hast, kannst du sie auch leichter loslassen. Es gibt natürlich Ressourcen, die du selber nicht herstellen kannst. Es gibt Sachen, die du nicht selber produzieren kannst. Der Verlust von diesen Sachen kann sehr fest hängen bleiben. Die machen wir in Einzelsitzungen weg. Aber alles andere würde ich den Fokus darauf legen, was für dich wichtig ist und was kannst du selber produzieren. Weil dann kannst du auch leichter loslassen. Wir haben geguckt, wie du erfüllende Ziele finden kannst. 6 verschiedene Möglichkeiten. Sein, tun und haben. Aus der Vergangenheit, aus der Zukunft. Dankbarkeit, wo du Hilfe oder Unterstützung bekommen hast, wo du Sachen bekommen hast, die dich, wie soll ich sagen, dir das Potenzial gegeben haben, mehr zu machen. Wir haben auch nochmal geguckt, was Frustration bewirken kann. Wie du da rauskommst, indem du einfach deine Ziele nicht auf einen Punkt reduzierst, sondern denen einfach Dimension gibst. Einfach immer mehr das Ziel erreichen kannst oder weniger. In mehr Bereichen erreichen kannst. Dann haben wir Faktoren entdeckt. Die 2 Faktoren, die dich aus der Balance rausbringen, sodass du einfach deine Ziele nicht mehr verfolgen kannst, nicht konzentriert weiterbleiben kannst. Und diese Quellen, aus denen diese Störfaktoren herkommen. Du kannst dich selber stoppen. Du kannst dir selber Sachen nicht erlauben. Du kannst dir selber nicht erlauben, Hilfe anzunehmen. Du kannst anderen Sachen aufzwingen. Du kannst Sachen aufgezwungen bekommen. Sehr viele Leute bekommen sogar die Hilfe aufgezwungen und deswegen wollen sie auch gerne Hilfe mehr haben. Das kann man auch in Ordnung bringen. Und was die unbrauchbaren Lösungen sind. Wenn der Lösungsansatz, den du bekommst, nicht der nächste Schritt ist, den du machen kannst, dann ist das unbrauchbar. Wenn das nicht der nächste Schritt ist, dann ist das unbrauchbar. Konzentrier dich, was ist der nächste Schritt für dich? Und es mag sein, dass es nicht der beste Schritt ist für deinen Freund. Es ist halt eben der beste Schritt für dich. Es gibt eine Welt, in der uns alle
besser gehen kann. Was denkst du, warum ich das hier mache? Warum mache ich das kostenlos? Weil ich denke, wenn wir einfach diese Welt zusammen erschaffen können, dass wir alle einander gerne helfen und unterstützen, dass wir alle was davon haben. Es gibt sicher ein paar Arschlöcher, würde ich sagen, die alles kaputt machen wollen, die nicht mal für ihr eigenen Wohl sorgen wollen. Diese Leute muss man gar nicht angreifen, die kann man auch ignorieren. Aber alle anderen, die muss man unterstützen. Wenn du jemanden entdeckst, der wertvoll genug ist, dann ist es ein Verbrechen, wenn du ihn nicht unterstützt. Du machst ihn dadurch schwächer, indem du ihn einfach nicht unterstützt. Helfe nicht nur den Schwachen, helfe den Starken, die irgendwas Tolles machen für die Gesellschaft. Und ignoriere Leute, die dir nicht Gutes tun und anderen nichts Gutes tun. Ich werde basierend auf diese Daten noch andere Seminare und Webinare organisieren. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn du mir Kommentare schickst oder halt auf der Seite einfach die Fragen stellst, die du hast, aber auch mir ein bisschen Motivation gibst, dass du sagst, das und das fand ich toll, bitte mach mehr davon weiter. Vielleicht können wir uns auch irgendwann live sehen. Ich würde mich freuen.